1983 schrieb Dean R. Koontz seinen Roman Brandzeichen, der 1988 auch auf Deutsch erschien. Ich muss gestehen, Brandzeichen ist der einzige Roman, den ich von ihm gelesen habe. Aber dieser Thriller, mit einem Schuss Fantasy vermengt, sucht meiner Meinung nach immer noch seinesgleichen, was Spannung und Atmosphäre betrifft. Allein die Struktur finde ich schon recht interessant, wenngleich auch in heutiger Zeit nicht mehr so originell, wie es euer Pinhead als Kind empfunden hatte. Drei Hauptfiguren, deren Schicksale zunächst überhaupt nichts miteinander zu tun haben, am Ende aber zu einem dramatischen Finale zusammenfinden. Wir lernen zunächst Travis kennen, Ex-Soldat und vom Leben und seiner Einsamkeit frustriert, der an seinem 30. Geburtstag mit ein paar Keksen und seiner Schusswaffe in die Abgeschiedenheit der Santa Ana Berge zieht, um den Sinn in seinem Leben wiederzufinden. Dieser läuft ihm tatsächlich über den Weg, in Form eines wilden Golden Retrievers, der vor irgendetwas auf der Flucht ist, das schließlich sowohl Travis als auch den Hund durch den Wald jagt. Die beiden können entkommen und Travis nimmt den Hund bei sich auf. Dieser stellt sich als extrem intelligent heraus, jedes Maß an tierischer Intelligenz weit hinter sich lassend. Welches Geheimnis umgibt diesen Hund, den Travis ganz pragmatisch Einstein tauft? Hauptfigur Nummer 2 hört auf den Namen Vince. Vince ist Auftragskiller und wirklich richtig gut in dem, was er tut. Er wird auf Wissenschaftler der Firma Benodyne angesetzt, die er nach und nach effektiv auslöscht. Doch warum ausgerechnet diese Wissenschaftler? Er beginnt, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Die dritte im Bunde, Nora, lernen wir gerade in dem Moment kennen, als sie Arthur Streck kennenlernt. Noras eigentliches Problem ist, dass sie von ihrer Tante großgezogen wurde, und zwar in dem Glauben, dass sie als Person nichts wert sei und dass alles, was von draußen kommt, ebenso wie das draußen selbst, böse ist. Streck seinerseits, Nebencharakter der er ist, hat nichts Besseres zu tun, als genau dieser psychotischen Grundeinstellung Nahrung zu geben, indem er vom Fernsehtechniker auf waschechten Stalker umsattelt und Nora terrorisiert. Einstein und Travis retten Nora schließlich und Travis zeigt ihr die Schönheit der Welt. Und dann ist da auch noch jenes Wesen, das Travis und Einstein durch den Wald gejagt hat. Es ist hinter Einstein her und lässt sich von nichts und niemandem aufhalten. Brandzeichen ist ein Buch, das man gelesen haben sollte, allen voran der Spannung und der dichten Atmosphäre wegen. Aber das Buch bietet auch weitestgehend glaubwürdige Figuren, die man gern haben kann, und die emotionale Bindung, die die Protagonisten zu Einstein aufbauen, ist mitreißend. Insgesamt ein wirklich gutes Buch, das sogar verfilmt wurde. Dreimal. Jeweils mit stärker vom Buch abweichender Story. Trotzdem, wenn ihr das Buch bekommt, gebt ihm wirklich eine Chance. Ihr werdet 525 Seiten lang, zumindest bei der mir vorliegenden Ausgabe, exzellent unterhalten. So, und damit ihr wisst, warum ich das Buch so gut finde und was ich mit der Spannung meine, lese ich euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt vor. Es ist also noch ziemlich früh im Buch, auf Seite 11, um ganz genau zu sein. Hier trifft Travis nämlich das erste Mal auf Einstein und auf das, was da sonst noch so im Wald ist. Was siehst du denn? Plötzlich war Travis bewusst, dass den Hund nicht etwa der Pfad selbst in seinen Bann zog, sondern möglicherweise irgendetwas auf dem Pfad. Berglöwe? Fragte er laut, während er aufstand. In seiner Jugend hatten Kuguare, eine Berglöwenart, diese Wälder unsicher gemacht, und er nahm an, dass einige immer noch an ihren Revieren festhielten. Der Retriever gab ein grollendes Geräusch von sich, das diesmal nicht Travis galt, sondern dem, was seine Aufmerksamkeit auf sich lenken mochte. Es war ein leises, kaum hörbares Grollen, und Travis schien es, als empfände der Hund zugleich Zorn und Angst. Kojoten? Davon trieb sich in den Vorbergen eine ganze Menge herum. Ein Rudel hungriger Kojoten könnte sogar einem kräftigen Tier wie diesem Golden Retriever Angst machen. Erschreckt aufjapsend vollführte der Hund eine schnelle Drehung, weg von dem im Schatten liegenden Pfad. Er hetzte auf ihn zu, an ihm vorbei und zum gegenüberliegenden Gehölz. Travis dachte, er werde gleich im Wald verschwinden, aber an dem Bogen, den die zwei Sykomoren bildeten und durch den Travis erst vor wenigen Minuten gekommen war, verhielt der Hund und schaute erwartungsvoll zurück. Mit allen Anzeichen der Enttäuschung und Angst hastete er wieder in Travis' Richtung, umkreiste ihn schnell, schnappte nach seinem Hosenbein und bewegte sich windend rückwärts, ihn mit sich zu zerren versuchend. »Langsam, langsam«, sagte er. »Okay.« Der Retriever ließ los. »Wuff«, machte er, eher ein heftiges Ausatmen als ein Bellen.
Offenbar und erstaunlicherweise hatte der Hund ihn ganz mit Absicht davon abgehalten, den im Düstern liegenden Teil des Wildpfades zu betreten, weil dort unten etwas war. Etwas Gefährliches. Und jetzt wollte der Hund, dass er floh, weil diese gefährliche Kreatur näher rückte. Irgendetwas kam. Aber was? Travis war nicht beunruhigt, nur neugierig. Was auch immer näher kam, es mochte einen Hund ängstigen. Aber nichts, was in diesen Wäldern lebte, nicht einmal ein Kojote oder ein Kuguar, würde einen erwachsenen Menschen angreifen. Mit ungeduldigem Winseln versuchte der Retriever aufs Neue, eines von Travis' Hosenbeinen zu greifen. Sein Verhalten war ungewöhnlich. Wenn er Angst hatte, warum rannte er dann nicht einfach weg und vergaß ihn? Er war nicht sein Herr, der Hund schuldete ihm nichts, weder Zuneigung noch Schutz. Streunende Hunde haben kein Pflichtgefühl Fremden gegenüber, kein Gefühl für Moral, kein Gewissen. Wofür hielt dieser Hund sich eigentlich? Für eine Art Samariter wie Lassie? Schon gut, sagte Travis und schüttelte den Retriever ab. Er folgte ihm zu dem Sykomorenbogen. Der Hund hetzte voraus, den ansteigenden Weg hinauf, der zum Canyonrand führte, durch dünner werdenden Baumbestand und helleres Licht. Travis blieb bei den Sykomoren stehen. Mit gerunzelter Stirn blickte er quer über die in praller Sonne liegende Lichtung auf das nachtschwarze Loch im Gehölz, wo der Pfad seinen Abstieg begann. Was kam da? Die schrillen Schreie der Zikaden verstummten gleichzeitig, als hätte man die Nadel eines Grammophons von der Platte gehoben. Eine unnatürliche Stille lag über dem Wald. Und dann hörte Travis etwas den lichtlosen Pfad heraufstürmen. Ein Scharren, ein Klappern wie von losgetretenen Steinen, ein schwaches Rascheln von trockenem Buschwerk. Das Ding klang näher, als es wahrscheinlich war, denn das Geräusch wurde durch das Echo im engen Tunnel der Bäume verstärkt. Nichtsdestoweniger kam das Geschöpf schnell näher. Sehr schnell. Zum ersten Mal hatte Travis das Gefühl, ernsthaft in Gefahr zu sein. Er wusste, dass im Wald nichts groß oder mutig genug war, ihn anzugreifen. Aber sein Verstand wurde vom Instinkt glatt überfahren, sein Herz hämmerte. Über ihm auf dem höher liegenden Pfad hatte der Retriever sein Zögern bemerkt. Er bellte aufgeregt. Dem Geräusch nachzuschließen, würde das unbekannte Tier in Sekunden die Lichtung zwischen dem oberen und unteren Pfad erreichen. Schauer wanderten über Travis Rückgrat, gleich schmelzenden Hagelgeschossen, die an einer Fensterscheibe herunterrinnen. Er wollte sehen, was das für ein Ding war, gleichzeitig aber hatte ihn eiskalte Angst gepackt. Rein instinktive Furcht. Weiter oben im Canyon bellte der Golden Retriever drängend. Travis drehte sich um und rannte. Er war in ausgezeichneter Verfassung, hatte kein Pfund Übergewicht. Angeführt von dem keuchenden Retriever, winkelte Travis die Arme an und hetzte den Wildpfad hinauf, die wenigen tiefhängenden Äste geduckt passierend. Die genagelten Sohlen seiner Wanderstiefel gaben guten Halt. Zwar kam er auf lockeren Steinen und glitschigen Schichten trockener Fichtennadeln ins Gleiten, aber er fiel nicht hin. Und während er durch ein Scheinfeuer aus flackerndem Sonnenlicht und Schatten rannte, begann ein anderes Feuer in seinen Lungen zu brennen. Travis Connells Leben war reich an Gefahren und tragischem Geschehen gewesen, aber nie war er vor etwas zurückgeschreckt. Kam es zum Ärgsten, stellte er sich ruhig dem Verderben, dem Schmerz, der Furcht. Jetzt aber geschah etwas Eigenartiges. Er verlor die Kontrolle über sich. Zum ersten Mal in seinem Leben erfasste ihn Panik. Furcht durchdrang ihn, rührte an seinem Urtrieb tief im Inneren, an den noch nie etwas herangekommen war. Und während er rannte, spürte er, wie ihn eine Gänsehaut überlief und ihm der kalte Schweiß ausbrach, und wusste doch nicht, warum der unbekannte Verfolger ihm solch urtümlichen Schrecken einjagte. Er blickte sich nicht um. Anfangs wollte er die Augen nicht von dem gewundenen Pfad wenden, aus Angst gegen einen tiefhängenden Ast zu stoßen. Aber während er rannte, schwoll die Panik in ihm an, und als er ein paar hundert Meter zurückgelegt hatte, war der Grund, weshalb er sich nicht umsah, die Angst vor dem, was er vielleicht sehen würde. Er wusste, dass seine Reaktion gegen jede Vernunft war. Das Prickeln im Genick, die Eiseskälte in seinen Gedärmen waren Anzeichen einer rein abergläubischen Furcht. Der zivilisierte, gebildete Mensch Travis Connell hatte die Zügel an den verängstigten, kindlichen Wilden, der in jedem menschlichen Wesen steckt, das genetische Gespenst dessen, was wir einmal waren, abgegeben und konnte nicht ohne weiteres die Kontrolle zurückgewinnen, obwohl ihm die Absurdität seines Verhaltens bewusst war. Der nackte Instinkt herrschte jetzt
Und dieser Instinkt sagte ihm, dass er rennen musste. Rennen, zu denken, aufhören und einfach rennen. Travis hetzte um eine Biegung, sah einen Baumstamm im Weg liegen, sprang, verfing sich aber mit dem Fuß im modernen Holz. Er fiel vornüber, platt auf den Bauch. Benommen lag er da, ohne Atem, konnte sich nicht bewegen. Er wartete, etwas werde sich auf ihn stürzen und ihm die Kehle zerfetzen. Der Retriever hetzte den Pfad zurück, übersprang Travis, landete sicher hinter ihm. Er bellte wild an, was immer ihn nachjagte, viel drohender jetzt als vorhin, als er Travis auf der Lichtung angegriffen hatte. Travis wälzte sich zur Seite und setzte sich keuchend auf. Unten auf dem Pfad sah er nichts. Dann erkannte er, dass aus dieser Richtung den Retriever nichts beunruhigte, dass dieser vielmehr quer auf dem Pfad stand und sich dem Unterholz östlich von ihm zuwandte. Er bellte, dabei Geifer verspritzen, schrill und so lautstark, dass es Travis in den Ohren wehtat. Die wilde Wut dieser Laute wirkte einschüchternd. Der Hund warnte den unsichtbaren Feind, nicht näher zu kommen. »Ganz ruhig, Junge«, sagte Travis gedämpft, »ruhig.« Der Retriever hörte zu bellen auf, schaute aber Travis nicht an. Er starrte unverwandt in die Büsche, zog die schwarzen Lefzen von den Zähnen zurück und ließ tief in der Kehle ein Knurren hören. Immer noch heftig atmend kam Travis auf die Beine und blickte nach Osten ins Gehölz. Immergrüne Gewächse, Sykomoren, ein paar Lärchen. Schatten wie dunkle Tuchfetzen waren da und dort durch goldene Nadeln und Lichtkeile an ihren Platz geheftet. Büsche, Dorngestrüpp, Kletterpflanzen, ein paar verwitterte, zahnähnliche Felsformationen. Nichts, was außergewöhnlich gewesen wäre. Als er sich hinunterbeugte und dem Retriever die Hand auf den Kopf legte, hörte der Hund zu knurren auf, als verstünde er seine Absicht. Travis hielt den Atem an und lauschte nach Bewegung im Gebüsch. Die Zikaden blieben stumm. Kein Vogel sang in den Bäumen. Der Wald war so still, als hätte das riesige, kunstvolle Uhrwerk des Universums zu ticken aufgehört. Er war sicher, dass nicht er die Ursache der abrupten Stille war. Vorhin hatte sein Marsch durch den Canyon weder Vögel noch Zikaden gestört. Da war etwas. Ein Eindringling, den die gewöhnlichen Waldgeschöpfe offensichtlich nicht billigten. Er holte tief Luft und hielt den Atem an, lauschte angestrengt, um die leiseste Bewegung im Wald zu hören. Und jetzt vernahm er das Rascheln im Gebüsch. Ein Knacken eines Zweiges, das weiche Knirschen trockener Blätter und den entnervend fremdartigen, schweren, rauen Atem von etwas Großem. Es klang, als wäre es etwa 12 Meter entfernt, aber er konnte seinen Standort nicht genau bestimmen. Der Retriever neben ihm war erstarrt. Seine Schlappohren waren leicht aufgerichtet, lauschten nach vorn. Der rasselnde Atem des unbekannten Widersachers war so schauerlich, sei es nun wegen der Echowirkung des Waldes und des Canyons oder einfach deshalb, weil das Ganze schauerlich war, dass Travis schnell seinen Rucksack abnahm, die Lasche aufzog und die geladene 38er herausholte. Der Hund starrte den Revolver an. Travis hatte das unheimliche Gefühl, dass Tier wisse, was ein Revolver war, und sei mit der Waffe einverstanden. Travis fragte sich, ob das Ding im Wald ein Mensch sei, und rief, »Wer ist da? Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann!« In den heiseren Atem im Gebüsch mischte sich jetzt ein dumpfes, drohendes Knurren. Der grausige, kehlige Laut ließ Travis hochfahren, sein Herz schlug noch heftiger. Er wurde ebenso starr wie der Retriever an seiner Seite. Einige endlos dahintickende Sekunden lang begriff er nicht, warum allein dieses Geräusch einen solchen Strom der Angst durch seinen Körper jagte. Dann wurde ihm bewusst, dass das, was ihn so erschreckte, die Mehrdeutigkeit des Geräusches war. Das Knurren der Bestie war ganz eindeutig das eines Tieres. Und doch war da noch eine nicht beschreibbare Eigenschaft, die auf Intelligenz schließen ließ. Ein Klang, ein Tonfall, fast wie der Ton, den ein wütender Mensch von sich geben würde. Je mehr er lauschte, desto mehr kam Travis zu dem Schluss, dass es weder eindeutig ein tierisches noch ein menschliches Geräusch war. Aber wenn es keines von beiden war, was zum Teufel war es dann? Er sah, wie die hohen Büsche sich bewegten, genau vor ihm. Etwas kam auf ihn zu. »Halt!« sagte er scharf. »Keinen Schritt weiter!« Doch es kam näher.